Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Angezockt. Wir wollen heute Blasphemous anzocken. Wie immer, ich werde nichts rendern, ich werde kein Intro, Outro, irgendwas machen, umschneiden auch nicht. Ich lade reines Gameplay-Material mit einer hohen Videobitrate hoch, so wie ich es hier vor mir habe, damit ihr so dicht wie möglich an dem Ergebnis seid, wie ich es halt vor mir habe. Wie gesagt, 4K lade ich hoch. Ich habe gerade noch mal geguckt. HDR hat es nicht. Ihr seht es schon so via Pixelgrafik. Ich weiß auch, dass viele von euch das nicht feiern. Spannend. Also auf den Bildern sah es nicht so quietschbunt aus wie die anderen Indie-Games, die halt so auf diese Pixelgrafik setzen. Also es ist schon schön, mit dieser Pixelgrafik mal ein Spiel zu sehen, muss ich auch dazu sagen, weil bei manchen Spielen gehört das einfach dazu. Da sieht es dann halt, kommt dann noch mal ein bisschen Nostalgie hoch oder so. Aber bei manchen Spielen, weiß ich nicht, einfach glatt machen, fertig ist. Also ohne diese Pixel hier. Ach, das ist wieder alles nur Englisch. Ich will doch jetzt spielen, ich will mal gucken, wie das ist. Wollte auch nur 10, 15 Minuten höchstens anzocken. Weil die Pizza ist auch noch im Ofen. Muss ich gleich noch rausholen. Ist wichtig. Ist hier irgendwas? Hier ist nichts. Okay, wir müssen hier lang. Noch ist ganz easy, jetzt ist er noch erklärt. Wartet, also. Eindeutig zu schwer für mich. Drücke R2, um auszuweichen. Aber ja, ich habe zu spät den Knopf gefunden. R2.
was selber draufstehen. Mit Ausweichen habe ich es nicht so. Also ich weiß schon, dass ich bei dem Spiel nicht weit kommen werde. Das ist wieder so Dark Souls mäßig, wo man das erkennen muss, was der Gegner macht. Oder den Rhythmus. Und ach, dafür bin ich immer zu alt. Er hat die Maske voll mit Blut gemacht und jetzt setzt er sie sich auf. Warum? Ich brauch so ja den Schlüssel. Dreadful be the heart, penitent one. The anguish of the eldest brother has now come to our... Ja, quatsch dich aus. The cradle of affliction is what you seek. This can be found in the mother of mothers of the churches. Brr. It is a remote place, even if having... Wir wollen nicht so viel verraten. Even a what, however, so...
wir haben auf jeden Fall. Eine Karte. Ich wüsste nur gerne, wo ich bin. Oh, Scheiße. Okay, bin tot. Also sieht sehr düster aus. Also wir sind jetzt bei fast 15 Minuten anzocken. Ich denke mal, das reicht dann auch. Wir wollen es ja nicht let's playen. Wir wollen ja nur mal kurz rinkicken. Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt hier... Oh, was haben wir denn hier? Sorrowful be the heart, penitent. Few, there are fewer with devout time. But if your penance happens, the will in the miracle. Das ist jetzt mein... Ja, das ist weg. Ich will noch schnell gucken. Hier runter geht's ja auch. Dahin kommen. Alter. Also eine Grafikbombe ist jetzt nicht, seht ihr ja auch, aber Spaß machen tut es auf jeden Fall. Jetzt habe ich es verbessert, oder was? Ja, die macht das Schwert zu vergrößern. Kann ich die nochmal vergrößern? Ach so, ich kann jetzt was machen. Kostet, okay. Kostet alle Kohle.
ich spiele schon wieder länger, als ich eigentlich wollte, ey. Odins. Was? Ach, Odin, ich lese Odins. Ödnis. Welche Taste? Bin da ja nicht rübergekommen, ey. So gucken wir also. Okay. Also wenn ich da rüber hätte ich nicht rüberspringen versuchen. So kommen wir ran. Gucken wir was hier noch. Achso, hier kommen wir gar nicht weiter. Ah, Mist, ich habe vergessen, auf meine Lebensenergie zu achten. Ach, shit. Aber nee, jetzt machen wir wirklich Schluss, weil wir sind jetzt bei 20 Minuten. Ich wollte vor 10 Minuten schon Schluss machen. Ist ein, ja, pixeliges Spiel, wie ihr seht, ein Indie-Spiel. Es macht trotzdem Spaß, auch mir. Man müsste jetzt mal gucken, wie sich denn noch weiterentwickelt von der Schwierigkeit her. Aber ich würde jetzt hier erstmal den Cut machen. Ich hoffe, hat euch gefallen. Es ist jetzt keine Grafikbombe. Es ist halt, und wie gesagt, ich lade halt in der Qualität, wie ich es hier vor mir habe, hoch, damit ihr so nah wie möglich an dem seid, wie ich es hier vor mir sehe. Hatet das Spiel nicht gleich wieder bis zum geht nicht mehr, nur weil es ein Indie-Spiel ist oder weil es diese Pixel-Grafik wieder hat. Auch so eine Spiele können Spaß machen und haben ein Recht, vorgestellt zu werden oder wenigstens angezockt zu werden, sagen wir mal so. Ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein, ahoi. Sagt euer Odin.